Ach, was ein wunderschöner Tag hier in den Wäldern von... Oh! Richtig, Kalle. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Hell Let Loose. Heute nicht alleine, denn der Kalle Kuschnies ist dabei. Hallo, Kalle. Hallöchen. Ja, wir dachten uns, wir gehen nochmal wieder rein. Wir haben es neulich schon probiert, da hatten wir aber nicht so viel Zeit. Aber heute zocken wir einfach, bis wir denken, dass wir kotzen müssen. Und dann machen wir noch eine Folge bei Kalle. Das bedeutet, wir spielen jetzt eine Weile und am Ende der Folge könnt ihr direkt rüber zu Kalle. Da gibt es dann noch eine Folge. Und da werden wir dann noch weiter zocken. Also wir gehen hier jetzt heute einfach in den Krieg, töten Menschen und haben Spaß daran, nicht wahr? Absolut, absolut. Wir sind die Amis. Hier ja, ist ein verbrannter Wal. Ich freue mich. Eigentlich wollten wir in die Aufklärung, also so eine schöne Sniper-Klasse. Aber die sind natürlich wie immer besetzt. Es ist so räudig, dass man nur zwei Sniper haben kann. Aber ich muss auch sagen, die sind auch scheiße OP. Okay. Sind auch die einzigen Dinger im Game, die irgendwie einen Scope haben, gefühlt. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht tatsächlich, wie das Waffensystem funktioniert. Ich meine, ich habe jetzt auch schon ein bisschen gespielt, aber... Ja. Also du kannst für jede Klasse, gibt es halt Waffen, die du noch freischalten kannst pro Klasse. Aber das dauert halt auch ewig so. Also, aber selbst die sind dann nicht so vergleichbar wie mit einer Sniper oder so ein Shit. Ja. Schönen guten Tag, wie geht's? Kann einer übernehmen? Hä? Was will er übernehmen? Was willst du übernehmen? Den Kalle musst du übersetzen. Hä? Warum tötet er mich? Hä? Ja, warum hat er dich umgebracht? Ich hab keinen Plan. Sag mir noch. What the fuck? Hä, das hab ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Ja. Ich bin auf jeden Fall bestraft. Nee, ich glaube, du solltest einfach eine andere Klasse nehmen oder so. Ich habe Hä, hey, Digga, what the fuck? Was ist das für ein Arschloch? Digga, ich kann auch spielen, was ich will, Digga. Ja, er ist hier der Offizier und er schießt dich einfach, Arschloch. Ich schieße ihn gleich zurück, soll ich machen? Ich glaube, dann fliegen wir vom Server. Ja, ich glaube auch. Okay. Ja, spawn einfach hier vorne. Ich weiß nicht genau. Ich weiß auch nicht, was er jetzt von mir wollte. Ich auch nicht genau. Ich warte hier auf dich. Nils, könntest du mal hier hin zum Bunker kommen und dich hier reinsetzen? Ich bin nämlich nicht gespawnt, okay. So, okay. Dann lass an die Front. Wo bist du? Ja. Kalle. Ich weiß halt nicht, was wollte der denn jetzt? Ich weiß auch nicht. Haben wir Supplies? Ich glaube, er wollte Supplies oder so. Ich glaube, er wollte, dass irgendjemand Pionier nimmt. Kann er mir mal am Arsch, kann er mich mal, weißt du, ich meine? Ja, du sagst, ey, du hast ja auch recht, Ich bin hier seit 3 Sekunden auf dem Server. Er schießt dir in den Kopf. Befehle, oder was? Jetzt geht's aber los. Ja, unser gesamter Dings ist gerade richtig in die Luft geflogen. Der gesamte Außenposten. Ich bin gerade richtig in die Luft geflogen. Okay, warte, wo bist du? Ja, ich bin genau da nochmal gespawnt. Ich warte hier eben auf dich. Okay. Ja, lass, ja, nicht zu dem, also, lass nicht zu dem Hauptmann gehen. Nee, lass woanders hin. Der hat wirklich, der hat ein großes Problem. Lass hier richtig schön einfach unten Richtung Fluss und dann arbeiten wir uns einfach vor. Ganz entspannt. Ja. 10 Sekunden noch. Da bist du. Vielleicht können wir uns ja noch irgendeinen Trupp zusammenstellen aus random Leuten, die hier mitkommen wollen. Mr. Fox ist noch hier. Der geht aber auch so, wo bist du denn da? Da bist du. Oh, er ist schon wieder hier. Nee, lass zu Mr. Fox. Oh, ist auch ein Kommandant, scheiße. Dann lass du den Typen da vorne. Oder hier zu MJ to the Ghost. Nee, warte, wer ist denn hier vorne? Wir werden schon irgendwen finden, der uns begleitet. Okay. Ja, wir gehen einfach mal unten zum Fluss. Ich bin immer noch emotional verletzt, weil er steht einfach vor uns. Kann das jemand von euch übernehmen? Okay, Kalle, dann machst du das. Boom. Literally gar nichts gefragt. Oder gar nicht gesagt, warum. Er war auch ultra leise bei mir, keine Ahnung, was er da gebrubbelt hat. Junge, rechts ist die Demenzkröte, schnell weg hier. Ja, scheiße, der läuft neben dir her. Pass auf. Also wenn er auf dich schießt, dann schieße ich zurück. Kannst du mir glauben. Oh, ist das ein feindliches Fahrzeug? Nee, ist unsers. Nee, ist unsers. Hab's markiert. Sehr schön. Das ist schön hier im Wald, muss ich sagen. Ja, übel. Schöne Natur. Oh, oh. Von wo war das? Jo, hier sind irgendwo Gegner. Oh, der ist so leise, ne? Ich höre den gar nicht. Irgendwo hier oben. Ein Mörser, hat er gesagt. Oh, ich seh, hier oben.
Ha, sehr schön. Der ist richtig auf die Fresse geflogen. Alter. Okay. Komm. Wie der einfach getötet wurde. Hier oben müssen noch mehr sein, safe. Das ist doch ein Nest hier, guck mal. Ja, die haben mir was gebaut. Oh, hier ist ein Panzer! Oh mein Gott. Wo ist ein Panzer? Zieht euch mal zurück ins Hardcap, bitte. Nö. Ach, Digga, laber mich doch nicht voll, Kröte! Kann froh sein, dass wir nicht streamen. Das ist halt wirklich so. Nee, hier ist der Panzer. Ich hab da letztens in einem Battlefield-Video drüber geredet, wie weird ich das finde, irgendwie. Die Leute. Ja, das ist halt, also hier ist auch so ein bisschen Roleplay. Ich war eben, ich weiß nicht, ob ich das sogar eben mit aufgenommen habe. Also wir haben eben schon kurz einen Versuch gehabt, dann hatte ich kurz Soundprobleme, aber da war so ein Dude, ich war hier Aufklärer, ne? Und da hört man ja den Kommandanten reden. Ja. Und der eine Typ sagt so, moin, was geht, Leute? Und der Kommandant so, jetzt halt mal deine Fresse und bau vorne eine Garni. Und der Typ so, alles klar, wird gemacht. So mega weird, das ist so richtig, ja, auch so ein bisschen Roleplay. Ich schlummer so eine ganz spezielle Community teil. Ja, safe. Also, safe. Das Spiel macht halt mega Bock, so. Aber ich glaube, manche nehmen es ein bisschen zu ernst. Ja. Ja, die heißen dann auch irgendwie so Fuchsschwanz, ja, 270. Kompanie und so. So ganz komisch. Oder die Demenzkröte, Junge. Ja, das ist ja noch... Wir werden angegriffen am Hafen. Digga. Ja, wollen wir hier versuchen, rüberzukommen? Ich habe das Gefühl, wir werden dann aber richtig weggesprayt. Ja, auf jeden Fall. Da wurde markiert. Hast du markiert? Das habe ich markiert, ja. Aber wir können halt mal versuchen, rüberzukommen. Oder wir gucken mal hier schön aus der Entfernung. Naja, also ich kenne das ja aus Tarkov, dass man sich auch manchmal ein bisschen anpirscht. Was hast denn du für eine Waffe eigentlich? Oh, warte mal, wir haben hier Nils. Nils! Okay. Nils! Was bist denn du eigentlich in der Nils! Heißt Nels. Nels! Nels! Hört man mich in-game? Kalle? Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt rede, hallo? Ich höre dich nur einmal. Oh, das ist nicht gut. In welchem Studio bist du? Studio 4. Nels! Aber bei mir, ich höre das sowieso ganz leise nur. Hörst du mich? Kannst du mal springen, wenn du mich hörst? Ja, ich höre dich. In-game? Ja. Okay. Aber sehr leise, tatsächlich. Ja, du kannst mich, also musst, glaube ich, irgendwie einhalten. Ja, ich bin dabei. Okay, dann drücke ich noch nicht vor. Nels! Begleitest du uns? Okay, Nels ist bei uns. Nels, willkommen, komm. Willkommen im Trupp. Bist du bereit? Nels, also der Plan lautet, wir packen uns jetzt an den Händen und sprinten rüber. Ungefähr, warte... Hier in Deckung. Ja. Da ist so ein kleiner Unterstand. Und da würde ich einfach sagen, gehen wir in Deckung. Wir versuchen es, ja. Wir laufen. Jo, sorry, Kalle, du kannst auch mal was sagen. Kannst du einmal nicken, wenn du uns verstehst und unsere Sprache sprichst? Einmal nicken. Okay, das reicht mir. Okay, let's go. Okay, go. Ich geh vor. Nels. Nels, komm mit. Okay. Sieht gut aus bis jetzt. Sehr schön. Hier rechts, komm mal durch. Nels, komm mit. Er ist zurückgeblieben. Ach du Scheiße. Ich glaube, er wollte uns Rückendeckung geben. Ist ja... Jetzt kommt er. Ja, sehr gut. Er kommt. Okay. Wir können hier richtig schön über den Hügel flankieren. Geil. Du hörst mich aber auch in-game, ne? Ja, ich höre dich auch in-game. Ja, geile Meile, Digga. Okay. Geil, Nels! Willkommen! Ja, okay, lass als nächstes hier auf den Hügel, oder? Mal über den Hügel rüber lunsen. Komm, Nels, auf zum Hügel! Ist gerade irgendwas vorbeigeflogen. So, jetzt schön hier auf den Hügel. Junge, so spielt man das Spiel, weißt du? Wie sind so die kleinen Ratten, die so. Die den Soldaten so in die Zehen beißen, weißt du? So. Nelson. Nicht Nelson, Nels. Wo sind wir eigentlich? Ich weiß auch wir sind nicht. Schon Feindesgebiet. Ja. Wir flankieren gerade ultra. Können wir mal kurz gucken, wir sind hier. Wenn wir jetzt hier nach oben gehen. Sheesh. Okay, Nels.
Schön sneaky bleiben, ja? Ab hier könnten überall Gegner sein. Wir gehen jetzt straight up zum feindlichen Gebiet. Schön hier oben durch die Pampa. Ja, unsere Leute sind hier aber schon auf einer Linie mit uns, ne? Also ja, wir können noch ein bisschen weiter reingehen. So ein bisschen weiter rechts rum, weißt du? Oh, stell dir vor, so, es gibt jetzt sowas wie Schalldämpfer, es wäre ultra. Naja, ist ja der zweite Weltkrieg, ne? Der zweite. Im zweiten. Ja, das hat mich so gekillt, als wir damals im Auto saßen. Im zweiten. Wir sind halt damals so durch den Harz gefahren, Leute. Ich weiß nicht, hier, als wir Panzerpanne gedreht haben. Und dann haben wir so richtig auf, weiß ich nicht, so Geschichtsfanatiker gemacht. Und haben uns so die alten Gebäude angeguckt. Ja, ich stand damals schon im zweiten hier. Alles. Schön altes Gemäuer noch. Kann der Baum mich abbrennen? Hm? Achso, ja, es ist ein ewig brennender Baum da. Oh! Kalle, komm, ich kann nicht heilen, warte. Eieieiei, was machst du denn? Ich hab mich verbrannt dann da auch. Nels, glaubst du das? Nels, erzähl doch mal einen Witz. Nels, ey. Nels, immer für den Spaß zu haben. Okay. Einfach der Beste. Wir sind jetzt richtig thick hinter den feindlichen Linien, ne? Ja, ich werde wirklich gleich einfach Head Eyes und das war's. Meinst du, wenn die alle nach oben gucken? Also nach vorne gucken, gucken die ja niemals hinter sich. Wir könnten eigentlich immer so langsam links rüber, oder? Ja, ich würde hier mal so auf den Hügel. Hier so. Dann können wir mal gucken. Ich glaube, jetzt können wir nämlich richtig heftig so schön in die Pampa gucken. Ne? Hier unten muss doch was los sein. Safe. Okay, Nails, ab jetzt wird's kritisch. Wir gehen jetzt hier runter. Und schießen auf alles. Ah! 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 Ich hab dich, Kalle, ich hab dich. Kalle, ich hab dich. Ich bin Sunny. Uiuiuiui. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Ich habe auch keine Ahnung, woher der kam. Oh, ist wieder irgendein Dreck. Pass bitte auf, Z! Junge, all die Arbeit! Für nichts! Achso, er spricht Englisch, der Typ. Guck mal, er hat oben in... I fixed my mic. Scheiße. Ah, shit. Ja, wir können oben spawnen, in der Garnison. So mitten im Feindgebiet. Ja, let's go. Fuck, ey. Junge, wir rennen dann einen halben Tag rum. Junge, da hat einfach irgendjemand so ein Mörser einfach drauf platziert oder hat irgendwie seinem Kommandanten gesagt, dass da Leute sind. Ja, ein Planverrat 8F. Jo, wahrscheinlich alles auswendig. Moin, Leute. Wie ist die Lage? Moin. Moin. Na, alles gut? Wo kommst du her? Ja, ich komme. Deutschland. Ach so, ja, verstehe. Ich muss noch eben hier einmal was umstellen. Mhm. Ja, der übersteuert aber richtig heftig. Ja, okay. Hat ein richtiges Drecksmikrofon. Wahrscheinlich redet der in seinen Arsch. So, was machen wir? So. Naja, du bist hier der Truppe. Ja, was machen wir? Ja, dann geh mal vor. Oh, Nels ist da. Nels! Komm hier, Nels! Hier! Nels! my dude, are you speaking English? Can you jump if you speak English? Ah, na, jump, yes. You are now part of this troop. It's our plan to kill everyone. This is Stutz, this is something, and you are Nels. So, yes, of course. Our plan is to go up this hill and kill everyone. Redet. Nels? Guten Tag. Did you speak? Yeah, but why? We kill. Come on, we kill. We want to win the World War II, you know? What do you mean, why? Okay, let's go. Okay. Follow me. I have the plan.
I have a strategic plan, guys. Nee, hast du nicht. Ach, halt doch die Fresse. Sie streiten. Los, komm! Die streiten sich so low-key. Ach, komm mal auf die Fresse. Ach, fick dich. So. Alter, Spiel ist so bescheuert, ey, aber ich lieb's so hart. Naja. Kannst du einen Drill Sergeant machen? Was muss ich da machen für einen Drill Sergeant? Ja, du singst. Kennst du das nicht, wenn die so singen? Heute laufe ich durch den Wald, heute laufe ich durch den Wald, damit es mal wieder richtig knallt. Oder so. kennt ihr irgendein Lied, was man anstimmen kann? Nein. So. Na gut, dann gehen wir einfach weiter. Ich dachte, die wird cool. Es ist Krieg, Herr Sterzig. Ja, mein Gott. Aufpassen, beim Spawnpunkt sind direkt Gegner. So. Affirmative. Ich hab mal den Kröte gefunden. Alter, wir haben hier ein richtig schönes Squad und einer von denen ist auch Sniper, ne? Ist ja richtig geil, ey. So, einer von euch ist Sniper, ne? Und einer hat ein Fernrohr, oder? Ja. Ja, perfekt. Ihr seid Scout und wir Spam. Die Garni in C8 wird abgebaut. Ich bin Sunny, also ich kann euch wiederholen. Die Garni wird abgebaut. Junge, der sitzt einfach. Da unten am Haus, unten am Haus! Schön! Schön! Das hab ich klug gemacht, habt ihr das gehört? Mir nämlich einfach so ein Brett gegeben. Okay, we take the spawn, we take the spawn. Come on, come on. This is our home now. Good job, Nels. Yeah. Take the barn. Nice. Be coming for you, Sauerkraut. Ah, man kann da gar nicht rein. So, what's the plan, guys? What's the plan? Over there, over there, over there! Wo ist denn over there, Alter? Oh, I see! Oh, Headshot! I got him! Geil! So nicht auch. Bin down! Hilfe! Geil! Please help me! No! Sterzig! No! Sterzig! Ich hab ne Smoke! Ich hab ne Smoke geworfen! Any information? Any information. Eieieiei. Shit, man. Wait, guys. Die machen das schon mit Absicht. Boah, Alter. Junge, die Voice Cracks bei ihm. Bist du noch da, oder? Ich? Bist schon, ja, kannst du mich wiederbeleben? Ja, ich hole euch. Ich hole euch alle wieder. Ich hab richtig schön Smokes auf euch geworfen. Ey, du bist ein Genie. Hm. Oh Gott, hier ist Nein, Nels! Oh, scheiße! Direkt neben uns war einer! Ja? Scheiße! Ja. Ah, this didn't work well, fuck, man! Ich hab. Bist du tot? Ich bin schon lange tot, ich hab nicht auf die Fresse bekommen. Ich hab nur einen erwischt. Digga! Ja, aber ich würde sagen, wir spawnen wieder oben, oder? Bringt ja nichts. Ja. Aber wir müssen Tempo mal in das Spiel bringen. So langsam müssen wir aus dem Arsch kommen, weißt du? Ja, wir haben ja, ich habe ja ein, zwei Kills gemacht, oder wir als Trupp, aber ich glaube, die Zusammenarbeit, die muss noch ein bisschen, ne, der Zusammenhang, ja. Der Zusammenhalt vor allem. Zimbra. Der muss gefördert werden. 10 Sekunden spawnen. Ich hoffe, alle spawnen wieder oben. Absolut gerne. Achso, der heißt ja gar nicht Demenzkröte. Der heißt Demenztröte. Ach, das macht's natürlich komplett anders. Hä? Unsere Freunde sind hier nicht gespawnt. Nein. Das ist ja räudig. Ja, dann müssen wir zu zweit agieren. Na gut, bin ja Sunny, ne? Ich mach das ja schon ein paar Jahre. Boah. Alter. Ja, okay. Gut. Kann ich denn meine Stats sehen? Ja. Ja, aber diese Stats sind auch so ein bisschen verflucht. Ich verstehe die nicht. 80 Killpunkte. Okay, ich weiß nicht, wie viele Kills das sind. Vielleicht. Ich glaube drei. Es müssten drei sein. Hast du so viele, Digga? Alter, Bro. Ja, zwei habe ich auf jeden Fall gerade eben gemacht und einen davor, glaube ich, noch. Tschüss. Sehen wir beim nächsten. Aber es macht so richtig schön Plong, wenn du einen Headshot verteilst. Ja, das ist halt das Belohnende an dem Spiel, ne? Dass man, ja. Egal aus welcher. Also manchmal so ein Mikro-Lag, so ein kleines.
So alle 20 Sekunden? Nee. Na gut, dann nicht. So, guck mal, da vorne sehe ich doch Smash-Fan. Können wir fragen, ob er was gesehen hat. Scheiß mal jetzt auf die anderen, lass einfach prügeln. Ja, wir müssen ja in die Richtung, aber vielleicht hat er ja was gesehen, kann uns ein bisschen Intel geben. Yo, Smash-Fan! Haut ab. Na gut. Oh, shit! Ich bin beschossen. Ich weiß nicht von wo. Ich habe auch komplett kassiert, ich habe auch keine Ahnung. Das ist halt. Ich lebe noch. Das ist das Beschissen am Spiel. Es gibt gute Sachen, schlechte Sachen. Und hier kriegt man halt irgendwo auf die Fresse und man weiß nicht, woher es kam. Kalle, ich verfolg dich aus der Luft. Wo rennst du hin? Ich flankiere über links. Wenn du jetzt geradeaus gehst und so ein Stückchen rechts noch, dann ist da so eine Garni. Und da sind Feinde in der Nähe. Hier kommt ein Kettenfahrzeug. Ja, wenn du jetzt geradeaus gehst, da sind richtig viele. Ich kann jetzt nicht gehen, weil. Ja, wenn du gehen würdest, da ist eine Garni von uns und die ist komplett überrannt. Bist sehr nah dran. Ja, Kettenfahrzeug fährt weg. Aber hier sind auch Leute von uns noch. Von uns? Ah, hier ist die Garni, ne? Ja, 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 hier ist eine Garni von uns und da sind Feinde in der Nähe. Kann ich die irgendwie wieder aufbauen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ist die kaputt? Weiß nicht, da wird noch gefunkt. Oh, ich kann spawnen, ich kann spawnen dort. Beschütz das. Ja, geil, 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 ja, komm. Ich hab 20 Sekunden, 20 Sekunden Timer. Komm. Schön verteidigen. 20 Sekunden, das ist ein halber Tag. Schön verteidigen, Kalle. Es war nur das Kettenfahrzeug, was hier auf uns geschossen hat, glaube ich. Jo, ich bin halt auch voll in die Luft geflogen. Also es war entweder so ein Mörser oder halt das. Nee, es war der Patzer. Ja, krass. Okay, 4 Sekunden. Ich auf Brody. Bin da. Ja. Zack. Moin. Moin. Nels! Yeah. Wir haben Nels zurück. Okay, wo wollen wir hin? Brother from another mother. Ja, ich glaube, das Kettenfahrzeug ist jetzt irgendwo hier runtergefahren, oder? Ist hier links und das links rumgefahren. Du bist schon wieder beschossen. Ja, ja, ja. Ich sehe aber auch nicht von wo. Ich muss mal hier näher an den Bildschirm. Oh, ich bin auch gesniped worden. Lass mich verbinden. Ja, die sind aber auch. Ja, das Ding ist, ich sehe halt auch gar nichts. Also. Ja, wir müssen, glaube ich, einfach über diesen Berg rüber. Müssen es irgendwie schaffen. Du meinst nach oben? Hey, are you okay? Ich hab einen Headshot bekommen. Ich glaube, ich habe gerade gesehen von wo, aber. Och, Dicker! Ja, ich bin auch tot. Das gibt's doch nicht. Ich brauch eine Waffe mit Scope oder keine Ahnung was. Man sieht doch gar nichts hier. Warte mal, kann man hier irgendwie. Zack, Digga, ich spam da einfach rein. Let's go. Ich habe hier gewechselt jetzt. 15 Sekunden, dann bin ich wieder da. Wir haben auch gerade richtig viele Leute da auf der Straße jetzt. Was hast du gewechselt? Die Klasse. Auf Maschinengewehrschütze. Kann ich mich irgendwo positionieren, einfach runtersprayen. Okay, ich gehe zu Nels und. Oh, da ist wieder unsere Gruppe. Wo bist du denn gespawnt jetzt? Da kommt ein Panzer? Okay. Das Panzer. Ey, wurde getroffen! Ach du Scheiße! Ach, Jemini, Kalle, also die werden hier gepusht, wir werden hier richtig gepusht von Panzer. Oh, ey, pass auf, duck dich so. Unser Squad hat kein Squad-Leader. Ich kann nicht spawnen. Echt? Och nö. Ja, ich glaube, der hatte die Schnauze voll. Die Garni war gerade überlegt, okay. Manchmal ist die dann einfach, ist der Spawnpunkt so überlegt. Ich meine, wir müssten vielleicht mal zurück zur Narbe, oder? Wir sind halt so mittendrin. So, ich bin jetzt da. Junge, unsere Leute fallen um uns. Also wir sind hier richtig im Visier von 80 Millionen Leuten. Das ist ganz schlimm. Wo bist du? Ich bin jetzt woanders gespawnt. Ich durfte in der Garnison mittendrin nicht mehr spawnen. Oh, scheiße. Okay, warte. Hier sind auch Leute. Also hier sterben unsere Leute. Wir werden überrannt. Okay, ich spawn gleich mal hinten wieder. Dann renne ich jetzt rein und lass mich neu spawnen. Dann helfe ich da aus. Den Kampf gefallen? Du wurdest von einem Admin bestraft? Was? Dein Squad Easy muss einen Offizier haben. Sorry, sollte die einen Offizier haben, dann hat. Hä? Guck, das meine ich. Das ist so dumm. Warum müssen wir einen Squad haben? Hä? Einen Squad Leader?
Ich halte gerade gar nicht, was hier passiert ist. Ich auch überhaupt nicht. Ich bin einfach gestorben, ich bin einfach umgekippt. Das war's. Weil wir keinen Squad-Leader haben. Gut, wo gehen wir hin? Ich spawn bei der Ruine. Da unten, in unserem Hardcap-Ding da. Würde ich sagen. Da sind wohl noch ein paar Feinde und ich glaube, da geht auch die meiste Party ab. Also Garnisonspawnpunkt 3, oder? Ja, richtig. Zumindest ist da, glaube ich, wo die Gegner gerade hinwollen. Vor allem, so. Wenn es kein Leader gibt, dann, wieso machen die nicht einfach automatisch, dass man zugeordnet wird? Okay, hier geht richtig Party ab. Ja. Okay, ich gehe mal hier oben ans Fenster mit meinem geilen Stand im Game. Medic! Bist du tot? Nee. Nee, oder ruft jemand nach Medic? Scheiße, ich hab Verbündete. Oh, ich bin tot. Nein! Oh mein Gott. Stütz wurde auch getötet. Alter, ich hab jetzt hier oben Stand im Game Fenster. Ich glaube, ich rasiere jetzt hier richtig Leute weg. Wenn es gut läuft. Junge, wie die Ratten kommen sie hier angelaufen. Ja, ja. Und der Panzer fährt da weg, Junge. Was für Action. Es werden hier Smokes geworfen. 10 Sekunden bin ich wieder da. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alter, der Panzerfighter links. Also hier ist richtig Krieg, ne? Ja, hier ist richtig Krieg. Alter, gerade einer hat's richtig zerrissen. Boah, erstmal ein Therapeuten, Alter. Was ich da gerade gesehen habe, war nicht feierlich. Alter, die schreien auch hier richtig rum. Siehst du das? Achso, du stehst neben mir, schön. Was bist du gerade? Bist du Sturmgewehrsoldat einfach, oder? Mhm. Okay. Alter, jetzt wird hier alles. Ja, sowas ist schon geil, muss ich sagen. Weißt du, auf was du schießt? Ja, hier im Wald. Im Wald laufen sie gerade über. Ich hab schon wieder einen Kill. Noch einen Kill. Schön. Cool, ja, da steht einer mit einer Oh, ein Headshot bekommen. Noch einen Kill. Echt? Ah, der Arme. Guck mal, wie er da sitzt so. Ja, ich mach eine Pause. Alter, das ballert so rein. Ach, hier ist auch noch ein Fenster, lol. Oh, okay, ciao. Wieso leb ich noch? Digga, ich mach so viele Kills, das ist nicht mehr feierlich. Die haben ja richtig Bock. Suche Panzer. Junge, die machen ja so krankes Roleplay hier, ne? Nicht rumstehen, Soldaten! Feuer erwidern! Jo, danke. Ja, sieht aber. Ah, wobei hier. Alter, oh mein Gott. In Deckung! Ich bin schon wieder tot. Scheiße. Geht's euch allen gut? Ja, uns geht's allen gut. Ach, derartig. Wir brauchen einen Angriff. Was? Gerade. Die Garnison ist verschlagen. Wir können dann nicht mehr scrollen. Bist du der echte Sterzig? Junge, geh an die scheiß Front und kämpf und halt dein Maul! Ich dich auch! Alter, ich sehe gar nichts mehr. Hier draußen ist komplett zu. Ich kann auch leider keine Garni. Aber wieder die Feuer. Ja, man kann da nicht mehr spawnen. Ja, ich. Weiter weg spawnen. Kann hier irgendjemand eine Garni setzen, Jungs? Ja, steht schon gar. Steht doch keine Garni, scheiße. Nee, die Garni spawnen, Leute! Das ist nicht gut. Ja, ach!
Ja. Ich hab so einen Headshot kassiert. Alter, die haben richtig das Fenster abgesmoked. Ich hab so viele Kills gemacht, Alter, in diesem Fenster. Die haben mich nicht down gekriegt. Okay, wo spawnen wir zusammen? Oder wo bist du? Okay, ich spawn auch da unten. Alter, hier ist ein Zaun. Ich kann ihn nicht überwältigen. Dicker. Alter Schwede. Das war wild. Ja, die haben da ja gar nichts stehen, ne? Die haben da 80 Außenposten von den Squads, aber keine Garni. Ja, okay. Da müsst ihr jetzt hier diese... dann so rechts rumflenken? Da können wir die von beschießen. Ich, 10 Sekunden spawn ich auch, dann rennen wir einmal außen rum. Alter, das war gar zu wild. Junge, Junge, Junge. Vor allem, du stehst da so... Du stehst einfach nur komplett raus. Vor allem, der eine so... Scherzig, bist du der Echte? Ey, dein Maul! Okay, dann gehen wir hier oben schon die Straße lang. Ich komme zu dir. Aber eigentlich müsste hier der oh, bei mir war ein Deutscher. Mach ihn. Ich habe ihn getötet. Sehr schön. Er war genauso verwirrt wie ich. Jo, Offizier Stötz. Wie sieht's mit dem Außenposten da am Punkt aus? Wo ist das Frontschwein? Das ist ein Das safe der Admin oder so. Clan-Mitglied. Ein Clan-Mitglied vom Server. Wir müssen uns benehmen. Alter. Ja, das ist total komisch. Also ich habe noch nie so eine... Aber das ist gefühlt bei allen so Kriegsshootern so, oder? Dass es da plötzlich Leute gibt, die so richtig eskalieren in der Lore und das auch so richtig ernst nehmen. Allein, dass du auf egal welchem Server einfach nicht streamen darfst oder nur so mit 15 Minuten Delay. Ja, das Argument, was dann immer gebracht wird, ist ja, dass es ein taktisches Spiel ist, man kann dann ja snipen und bla, aber es ist doch bei Counter-Strike zum Beispiel auch so. Ja. Also, sorry, aber... Kein Plan. Warum haben jetzt Squad und Hell Let Loose dann eine Sonderschicht? Keine Ahnung, auch dass da Leute irgendwie dann Twitch checken und das herausfinden. Siehst du wen? Ja, aber er stirbt nicht. Vielleicht ist er schon tot. Okay. Wir sind richtig schön in der Flank gerade. Ich will einfach nicht sterben. Er stirbt nicht. Er stirbt einfach nicht. Was ist los mit dem? Warum stirbt er nicht? Wie will ich den abstechen? Immer feste zustechen. Geht mal weg da, ich werfe eine Granate, geht mal weg da. Der wird sterben, Junge. Lauft! Lauft! Sterzi, du verpasst ihn. Ah, er ist weg! Er ist einfach weg! Aua! Die Granate hat mich getroffen! Das müssen wir verarzen. Alter, wir müssen an die Front! Du hast gerade sowas verpasst, wir haben so heftig auf den eingestochen, Alter. Ich habe auch noch einen gekillt da oben, ey. Ja, geil, Stößen. Alter, nee, ich leg mich mal hier hin. Ich sehe hier schon wieder richtig viele. Ab an die Front. Was siehst du denn? Oh, das sind übelst viele, ja. Ja, ich leg mich hier mal auf den Boden. Hab noch einen. Ah! Irgendwie von hinten. Ich höre nur hinter mir so. Ah! Hilfe! Werde beschossen! Hinter euch! Ich will nicht sterben! Alter, wie du richtig verreckst gerade. Ja, ich glaube, alle von uns sind dead, oder? Nee, ich lebe noch. Ah, du bist ja kein Sunny, leider. Ja, dann spawn ich nochmal neu. Oh, warte, da kommt ein Medic. Er ist 100 Meter entfernt. Okay, jetzt ist er auch weg. Na gut, ich spawn mal neu. Scheiße. Stürz, pass auf! Junge, man kann halt so geil in dem Spiel sterben, ne? Absolut. Alter, geil, es gibt wieder eine Garni. Bei der Ruine. 10 Sekunden. Ja, schön, ich komme gleich. Eigentlich müssen wir ja auch mal angreifen, das geht ja nicht. So. Da die ganzen, ne? Ja. Nee, du bist da oben gespawnt. Also nee, bei der Ruine, genau. Sag mir mal lieber immer den Spawnpunkt, du sagst mal irgendwelche Worte, die kann ich nicht zuhören. Achso.
Bei Ruine ist man. Oh, jetzt haben wir wieder keinen Squad Leader. Junge, Stötz, kannst du mal wieder Squad Leader machen? Ansonsten sterben wir gleich wieder alle. Also gar nicht, wie man das tut. Danke, Mann. So. So, ich stehe wieder an meinem Fenster hier oben. 130. Ich komme jetzt mal hinter dem Stein. Gen Norden. Ich glaube, hier sind einige Leute. Ich bin wieder oben im Fenster, aber. Junge, da geht so die Party ab, ne? Nicht was. Boah, Alter! Hier ist alles voller Rauch. Junge, jetzt wirklich alles voller Rauch. Das ist ja insane. Ich sehe nix. Oh, ich werde beschossen. Ich bin tot. Du bist tot? Also, das ist, ja. Ja, wir sind hier... Feind in der Nähe? Hä, die sind hier unten? Warte mal. Alter, wir werden gerade alle so zusammen. Oh mein Gott, ach nee, ist unser Panzer. Von Dings nach... Ich hab keine Ahnung, wie die Rolle gerade heißt. Hä? Hier steht irgendwie, dass ein Feind an der Garni ist, aber hier ist ja niemand. Dann kannst du da. Der Punkt heißt. Ja, scheiße, sehe ich gar nicht. Jetzt ist die Garni weg, hä? Kuschinski, echt? Ja, jetzt ist die Garni hier an dem Punkt wieder weg, wo ich bin. Ich kenne nur die im Süden, da bin ich irgendwie gespawnt. Und dazwischen, zwischen der Ruine und der im Süden ist auch richtig was los. Das ja, ich sehe es, da sind mega viele. Jetzt unten mal bitte Moni hin, falls ihr es braucht. Ich spawn wieder im Süden, nicht die Richtung Norden wieder. Also hier sind, da ist so eine kleine Einkerbung, sag ich jetzt mal. Also ein kleines Tal. Ja. Und da sind überall Leute. Überall die Deutschen. Ja, wie die Ratten sind da. Geil, hab wieder einen. Oh mein Gott, ich bin so tot. Mich hat's komplett durch die gesamte Halle gefetzt. Junge, okay, das war nicht so gut. Ja, okay, dann spawn ich jetzt auch mit unten. So, wo bist du? Da, geil, dann komme ich zu dir. Oh ja, oh mein Gott, habe ich dem einen Headshot gegeben. Jo, die nehmen die Ruine. Knallt immer so geil. Ja, die nehmen oben die Ruine ein. Du musst da unbedingt hoch. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja. Ich komme hoch. 18 Sekunden, Alter, aber die Spawns, ne? Also es versuchen zumindest. Pass auf, Jungs, hier sind überall noch Leute zwischen den Gräsern. Das Gegner schon mit einzunehmen. Oh Gott, wir haben nur noch eine Person da in unserem Cap. Okay, ich komme. Abfahrt. So, Leute, wir verlieren den Punkt, ne? Schön rein da jetzt. Oh mein Gott. Mir ist gerade irgendwas vorbeigezischt. Eieiei. Ich glaube, die sind in dem Haus, wo du die ganze Zeit drin warst. Ja, ja, die haben richtig infiltriert. Aber der Schutz der Bäume ist real. Neben mir krieg ich was. Alter, mein Kopf fliegt die ganze Zeit was vorbei. Mein Gott. Ich bin tot. Scheiße, Alter. Das ist so close immer, ey. Aber Miro, ne? Miroslav. Close. Gesundheit. Schütze und Fahrer gesucht. Junge, das ist wie so eine Börse, Digga. Oh, wir haben eine Garni mittendrin. Wo bist du? Du bist schon bei der Dings. Ja, wir kommen gleich rein hier in den Bums. Ja, pass auf, da wird von links und rechts überall. Ich leg mich jetzt hier hin. Jetzt ist die Stationierung weg. Oh, die Fondler hat sich verschoben. Ja, scheiße, die haben das eingenommen. Aber wir können es halt jetzt zurück einnehmen. Wir haben nur noch unsere HQ-Spawns. Oh fuck, Alter. Wir sind so gut wie done. Das ist schon bitter. Uff, überlebt.
Okay. 500 Meter bis zur Ruine. Holy shit. Okay, die Fenster oben sind clear, ey. Noch. Kommt hoch, ihr Arschlöcher. Schön rein da. Fuck, Alter. Die werden da richtig, einer nach dem anderen wird da gerade. Okay, bin ich hier schon drin? Yo. Wir sollen uns wieder in die Verteidigung versetzen. Oder allgemein die Verteidigung versetzen. Manche sind also leise, manche sind laut. Wenn die sich mal entscheiden. Junge, was zum Teufel geht hier ab? Okay, ich bin tot. Ach, möchtest du deinen Teamkiller bestrafen? Ey, cool, danke. Schön mit einer Granate abgeworfen, der Arsch. Ich hab ihn nicht bestraft. So, wo bist du? Ich bin mit dem HQ ganz unten gespawnt und wollte mich jetzt langsam eigentlich ranpirschen. Jetzt bist du wieder tot. Ja, also es ist, also die Ruine kannst du gerade vergessen, Alter. Verdammt, ey. Alter, ihr knallt so richtig rein. Ja, Alter, generell in dem Spiel. So ein geiles Spiel. Okay, 10 Sekunden noch. Ah, die Flugzeuge, ne? Die alles, Granaten, alles. So geil, Mann. Ist das ein gegnerisches Fahrzeug? Nee, nee, ist Team. Da ist dann alles eingebrochen. Also, wir hatten eine Angriff gar nicht gerade gestellt. Okay, jetzt gerade kommen alle von allen Seiten bei uns, na wobei. Ja, sicher bin ich der echte Mann, aber ist auch echt ein Kick. Junge, wer hat mich umgebracht? Ich bin einfach umgekippt. Ja, ich feier meine Videos auch, jetzt schieß! Halt dein Maul! Wir müssen die Ruine einnehmen! Steht da eine Garni? Ja! Bist du tot? Ja, oh Junge, wie die alle rumschreien. Das ist so der Hammer, ja, irgendwer. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Irgendwer hat einen Winkel auf unser fucking HQ-Spawn. Also, wenn du da spawnst, fällst du fast direkt um. Junge, scheiße. Ach, Herr Jemine. Ich feiere meine Videos auf wie die Cheese. So, Ruine. Also da wird da gerade richtig eine Bombe reingeworfen. Ich glaube schon, ne? Sieht so aus. So. Okay, ja, jetzt kann man eigentlich nur noch auf Verteidigung gehen hier. Naja. Alter, ja. Also, ist ja mega offen bis zur Ruine da hinten. Kannst ja da richtig mega, reinnehmen. Mega wenig Deckung und so, ja. Das ist kein einfaches Match, ich sag's dir. Ja, was man halt versuchen könnte, ist jetzt natürlich die Ruine da richtig zu stürmen, aber ich glaube, wir haben da halt niemanden mehr. Alle sind jetzt hier. Oh, irgendwer hat was markiert. Hinter uns? Aufpassen steht hier. Junge, die sind hinter uns im Wald schon, oder was? Ja, sind die schon hinter uns im Wald, oder was? Ja, sind die umlaufen oder so? Ja. Arbeit. Sehr schön, den habe ich auch gerade gesehen. Ich wollte mich gerade hinlegen und den umbringen. Ah, die haben den nächsten Berg noch markiert? Ja, ja, ja. Die kriegen jetzt richtig schön MG-Feuer da rein. Jo, er ist tot. Habt ihm in die Fresse geschossen. Der atmet nicht mehr. Sehr gut. Alter. Das war jetzt ziemlich brutal erklärt, aber... Der atmet nicht mehr. Der atmet nicht mehr. Der ist down. Junge, die stürmen das da oben gerade, ne? Da sind anscheinend noch mehr.
Ja, ich bin ja auch schon am Start. Sehr schön, sehr schön. Clear du mal schön hinten. Ihr habt auch einen. Oh, nee, nevermind, der ist gerade umgefallen. Mach halt genau das, was ich auch machen würde. Schön rumlaufen. Oh, hier ist der Maprand. Was ist los? Naja, hier waren ja eben zwei, drei Leute und ich dachte, wir gucken mal, was hier so abgeht, weißt du? Weißt du? Vor uns, vor uns, vor uns, vor uns! Ah! Ich hab das Gefühl, du bist gestorben, kann das sein? Ja, einer ist direkt bei uns in der Base schon drin. Mit einer SMG. Scheiße. Oh, nimm jetzt noch einer verreckt, scheiße. Ja, also ja, die sind halt bei uns drin, ne? Ach, Herr Jemine. Das ist nicht witzig. Aber funny. Alter. Yo, die ballern halt gerade mit einem MG komplett in unseren Außenposten. Das ist ja insane. Ich hab gerade völlig vom Arsch der Welt habe ich gerade kassiert. Ich sicher jetzt den Berg. Könnt ihr mir glauben. Junge, Junge. Nicht wahr, Kalle? Ne? Hm. Richtig, richtig. So. Wo bist du denn jetzt mal? Ja, ich bin jetzt hinter unserer Base. In dem Wald. Gleich auf den Schienen. Ja, ich spawn jetzt genau vor dir. Okay. Weil hier oben wird schon wieder geballert. Ja, ich bin da. Kann man irgendwie die FPS in dem Spiel einstellen? Ich habe das Gefühl, die sind nicht gut eingestellt. Okay, jetzt muss ich vorsichtig sein hier. Scheiße! Da hockte noch einer. Ach, Sebastian! 23 Meter, Otax. Otax! Die sind da drin, die sind da drin! Mindestens einer noch! Scheiße. G-Force vor uns, Feindkontakt. Die sind da im Bunker, Otax. Werde beschossen. Mir geht's gut. Danke, Jungs. Alter, das sind so viele! Junge, Junge, Junge! Töte dich mit einer Granate? Achso, weil ich schon lag und die dann wahrscheinlich vor meine Füße. Ja, dann bist du wahrscheinlich geplatzt. Du wurdest einmal bestraft, 10 Sekunden zur Versetzungszeit. Junge, ich hab dich doch nicht mit Absicht getötet! Ach, das Spiel! Was soll denn das? Ja, hast du eigentlich recht, Kalle, ne? Was soll das? So. Ja, also das ist ja schon fast verlorener Fall hier. Aber wir haben ja oben jetzt eine schöne Garni, da würde ich mal spawnen. Ja, aber die sind halt alle auf dem Ding, ne? Okay, ich spawne jetzt mal rein als Automatikgewehrschütze. So mitten im Gebiet. Wenn wir das verlieren, ist ja over, ne? Ja. Shit, Alter. Ich sehe die Leute in dem Wald an. Ich würde auch so gerne mal snipen, ey. Jo, Sniper. Ich hab wieder was eingeschlagen neben mir. Junge, 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 ey. Okay. Junge, hier schlagen die Kugeln ein überall. Das ist so frech. Bro, von überall. Oh mein Gott. Aber wir versuchen jetzt hier diesen Wald mal zu ergattern hier neben uns. Das ja, das ist vielleicht smart. Echt nicht easy. Oh mein Gott, hat sie zerfetzt. Oh, scheiße, Bro. Das klingt nicht gut. Jo, keine Ahnung. Also, das ist auch. Man erkennt halt nichts.
Nee, es ist einfach, du fällst halt einfach um. Im besten Fall platzt du noch, aber... Du platzt ja halt auch im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wo bist du? Ich bin hier gerade richtig dick im Gebiet vorne. Beim Holzlager da, bei dem Außenposten von uns. Hm. Wir müssen mal schauen, dass wir mal zusammenbleiben. Wir haben jetzt eine halbe Stunde nichts miteinander gemacht. Ja, das stimmt. Aber das Ding ist, ja... Das ist ja, der Krieg, ja? 10 Sekunden stehen bleiben. Ich gehe jetzt hier in den Bunker. Ich renne dir nur hinterher und du bist immer tot. Die ganze Zeit. Okay, ich warte jetzt vorne hier am Bunker. Vielleicht können wir irgendwie so eine sneaky Mission zur Ruine machen, aber ich glaube selbst das... Ach, das versuchen sie sogar schon. Das bringt uns ja gar nichts. Wir müssen hier erstmal... Also hier ist... Wir haben da irgendeine Garni aufgestellt und werden hier... Ne? No. Der ganze südliche Wald, der ist komplett im Arsch. Du bist beim Holzlager, hast du gesagt, ne? Ja, ich bin hier vorne in so einem schönen Bunker. Aber selbst hier weiß ich jetzt gar nicht, wenn ich jetzt raus oder von hier halt weggehe, kriege ich halt nur auf die Fresse. Wir schlagen halt überall Kugeln ein. No. Der eine meinte gerade weitermachen, Soldat. Danke. Ich komme jetzt zu dir. Bin da. Moin. Moin. Lass mich durch! GeForce, wie ist die Lage, hä? GeForce, wo sind die Gegner? Keine Ahnung! Oh, das war knapp. Ach, Herr Jemine. Ja, Tag habe ich mir anders vorgestellt irgendwie heute. Kopf reinziehen! Kopf reinziehen! Da ja Pflaster aus. Junge, wir sind so scheiße, wir werden überrannt! Alter, der hat eine GoPro am Kopf. Alles draufschießen, was wir haben! Jetzt! Sturmangriff! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Wie wir alle umfallen, wie die fliegen. Du hast einen Verbündeten abgeschossen, ach Herr Jemine. Du jetzt? Ja. Oh oh. Ich hab zwei Granaten aus dem Fenster geworfen, das war anscheinend nicht so eine gute Idee. Also, das funktioniert ja auch nicht so gut mit den Granaten aus dem Fenster, habe ich das Gefühl. Nee, ich weiß auch nicht, ob da welche sind überhaupt. Oh, Stucker. Oh, Scheiße, rein hier, Bunker! Und der hat eine Bombe fallen lassen. Oh mein Gott, das ganze Haus explodiert. Junge, ey, was soll das? Aber was machen wir jetzt? Junge, ich bin nicht gemacht für sowas. Ich auch nicht. Wir werden nur angegriffen. Die ganze Zeit gibt's aufs Maul. Guck, hier knallt's überall. Ich traue mich nicht. Kennst du diesen einen bei Soldat James Ryan, der sich nie traut zu kämpfen? Ja, ja. Das bin ich. Ja, ja. Ich habe gerade, zumindest habe ich mal einen geholt. Das war mal wieder erfrischend. Guck mal, hier vorne fallen sie auch wie die Fliegen. Hier, guck mal. Hier vorne fallen sie überall wie die Fliegen. Oh, Kalle, was? Ist der da drin? Ja, irgendwie da in dem Graben. Jungs, ich mache uns einen neuen Außenposten hin. Das gibt's doch nicht, er hat mich auch geholt. Und dabei habe ich ein Automatikgewehr gehabt. Ich habe einfach nur um ihn rumgeschossen. Scheiße, ich muss nochmal 10 Sekunden mehr warten. Weil ich meinen Teammate gekillt habe. Scheiße. Ja, ist ja natürlich jetzt. Also, entweder sollen sie uns jetzt mal überrennen oder sollen wir irgendwas machen jetzt hier, damit wir auch mal hier. Also, die Runde ist ja verloren, würde ich mal behaupten. Das ist ja. Das ist ja nur noch ein Unfall. Ein großer Unfall ist das hier. Eieiei. Das ist gar nicht so leicht, da reinzukommen hier. Nee, überhaupt nicht. Aber die haben uns auch... Die haben uns auch... Alter, ich hab schon wieder kassiert. Die haben uns komplett eingekerkert. Hinter uns mit fettem MG. Da drin sind Leute mit SMGs in den Gräben. Das ist ja einfach nur noch heftig, Mann. Ja, die machen uns komplett nackig. Ja. Aber irgendwie wollen sie es auch nicht zu Ende bringen. Ich glaube, die mögen das. Ich spawne, es knallt direkt wieder rein. Ja. Können sie vielleicht die Runde beenden? Bitte. Kacke. Komm, ich mache jetzt letztes Leben. Ich meine, die Runde ist... Wir fallen hier alle nur um. Wir sind nie siegreich. Ich würde sagen, ich mache jetzt letztes Leben und dann. Dann gucken wir, was wir bei dir machen. Suchen wir mal. Ich bin schon wieder.
Alter, eine neue Runde. Digga, ich, also, man weiß ja auch gar nicht mehr, wo man hin soll mit sich. Ganz viele Leute. Naja. Nein, eingefallen. Oder kommen sie jetzt hier mal langsam rein? Also die sind ja schon. Die sind ja schon in unserem. In unserem Dings, ne? Ja, ja, wir. Oh, aber guck mal auf die Map. Die nehmen gerade die Ruine ein, paar von uns. Ja, da oben, ne? Ja. Über der Ruine. Da ist eine Garnison, lass uns das bauen. In der, der oben. Ja, noch lebe ich, noch lebe ich. 5D. Ja, geh sterben. Einfach durchlaufen. Du hast noch 23 Sekunden. Doch nicht. Perfekt. So. Zack. Ja, ja, die nehmen gerade das Holzlager ein. Jetzt. Also gar nichts belegt. Ja, das, ich glaube, das war's. Feind in der Nähe. Ja, mein Außenposten ist dead. Junge, Junge. Jetzt kann man doch wieder spawnen. Ja, ich gehe hin. Aber ich glaube, das war's. Ich nehme jetzt das Holzlager unten ein. Aber versuchen, ne? Durchhalten. Die haben die Garni kaputt gemacht unten. Die HQ Garni. Holy shit. Ja, die geben einfach nur Vollgas. Eieieiei. Die geben einfach nur Vollgas. Naja, ich glaube, das ist halt auch so ein Spiel, bevor, ne, jetzt alle wieder sagen, so eine Scheiße. Man muss einfach ein bisschen mehr spielen. Man muss einfach ein bisschen reinkommen. Wissen. Ja, also ich meine, das hat ja auch alles seinen Sinn, dass man auf die Befehle von den Kommandanten und so hört, denke ich. Gerade wenn es zu viele sind. Ja, die müssen ja wissen, was die für Befehle geben und so. Richtig. No. Richtig, richtig. Und wenn die Runde damit anfängt, dass ich erstmal heute Headshot kriege von einem Teammate. Ja. Aber es ist doch ein schönes Ende. Dann können wir direkt bei deiner Folge noch reinstarten. Naja, naja. Wir können es ja nochmal probieren, aber ich bin mir sehr sicher, ich krieg gleich aus dem Nichts einen Headshot. GG, dann können wir ja die Map auch noch zu Ende spielen, oder? Ja, ja, das spielen wir jetzt zu Ende. Also ist ja gleich vorbei. Das war's. GG. Ach. Die Schlacht ist verloren, sage ich immer gerne, ne? Aber der Krieg noch lange nicht. Habe ich recht, Kalle? Absolut, absolut. Und das war's. Gut, meine Damen und Herren. 0 zu 5. Bittere Pille. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gleichzeitig zu diesem Video kommt es bei Kalle online. Da spielen wir jetzt noch eine Runde. Wenn es euch Spaß gemacht hat, klickt da auch vorbei. Ne? Lasst ein Like da, kommentiert gerne rein und habt einen wunderschönen Tag noch. Tschüss, Kalle. Letzte Wort an dich. Ehrenin.